Das ist das neue Model 3. Es sind minus 4 Grad. Fällt er bei Kälte komplett auseinander? Heute Morgen ging der linke Scheinwerfer und Blinker kurzzeitig nicht. Offiziell soll dieses Auto eine Reichweite von 513 Kilometern haben. Ich fahre jetzt, bis die Batterie komplett leer ist und ich liegen bleibe. Das ist das Modell mit Hinterradantrieb und einer Akkugröße von 57,5 Kilowattstunden netto. Die Leistung sind 283 PS und das Drehmoment sind 420 Newtonmeter. Von 0 auf 100 geht es in 6,1 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit sind 201 km/h. Der Basispreis für diese 1,8 Tonnen Limousine sind 45.667,50 €. Aber so oft wie Tesla seine Preise ändert, stimmt das wahrscheinlich nicht mehr, wenn ihr dieses Video schaut. Meine Geschwindigkeit wird bei rund 130 km/h liegen. Was die Fahrmodi angeht, bin ich bei allem in lässig. Lenkung auch im Komfort, hat aber keine verbrauchsrelevante Auswirkung. Auf jeden Fall, Beschleunigung ist nicht auf Standard. Es geht sogar noch schwacher, das habe ich jetzt hier gemacht. Bei der Lüftung bin ich auch nicht sonderlich aggressiv, 21,5 Grad. Sitzheizung ist aus, sonst haben wir nichts an Verbrauchern zusätzlich an. Ich habe übrigens bei diesem Modell nicht nur Sitzheizung, sondern inzwischen auch eine Sitzkühlung. Die Schallisolierung ist übrigens merklich besser als beim Vorgängermodell. Da haben sie nochmal nachgelegt. Was unangenehm ist, ist dieser Blinker. Was soll das? Ich meine, das Lenkrad ist immerhin rund. Das ist schon mal ein Erfolg. Aber den Blinker hier zu platzieren, ist einfach doof. Er dreht sich mit. Ich habe ihn nicht mal links oder rechts, sondern übereinander. Ich muss also immer gucken. In Kreisverkehren wird man wahnsinnig. Was zudem nervt ist, er cancelt sich selbst. Klingt im ersten Moment gut. Bedeutet nämlich, dass ich einfach nur anblinke, wenn ich die Spur wechseln will. Und dann geht er aus, sobald ich die Spur gewechselt habe. Was auf der Autobahn praktisch ist, ist aber im Stadtverkehr super nervig. Wenn ich also zum Beispiel auf eine Links- oder Rechtsabbiegerspur fahren will, dann hört er auf zu blinken, sobald ich auf dieser Spur bin. Also muss man dann wieder nachdrücken. Ansonsten sieht der Innenraum schon schöner aus, als das beim Vorgängermodell der Fall war. Eine Kuriosität bei diesem Modell, ihr könnt sehen, das Navi funktioniert so mittelgut. Und mit mittelgut meine ich, es hat keine Ahnung, wo ich bin. Es weiß, dass ich in Form eines roten Pfeils existiere, aber wo? Wahrscheinlich im Weltraum. So, probieren wir den Blinker mal aus. Ich fahre rüber und jetzt cancelt er sich selbst. Das funktioniert auf der Autobahn toll, hat aber an anderer Stelle schon so den ein oder anderen Nachteil, ne? Das hier ist die Variante nur mit Hinterradantrieb. Das heißt, sie sollte theoretisch sparsam sein. Also sie ist definitiv auch sparsamer als die Allradvariante. Aber wie sparsam? Ja, das werden wir jetzt herausfinden. Ich bin ehrlich gesagt nicht allzu guter Dinge. Die Reichweite geht nämlich schneller flöten als die Distanz, die ich fahre. Also rein vom Fahren her ist das wirklich gut. Sie haben auch bei diesem Modell die Fahrwerkskonstruktion überarbeitet. Ich finde, der Fahrkomfort ist tatsächlich echt angenehm. Das Auto holpert nicht so. Vielleicht haben sie auch so das Setup verändert, dass das Auto weniger pseudosportlich ist, sondern jetzt bequemer. Also in all diesen kleinen Punkten hat sich das durchaus echt verbessert, spürbar. Auch der CW-Wert ist bei diesem neuen Modell ein kleines bisschen besser geworden. Das Facelift-Modell ist außerdem ein bisschen größer als das Vorgängermodell. Und hier ist die Wärmepumpe serienmäßig. So super schlecht ist das Thermalmanagement auch nicht. Die Reichweite könnte tatsächlich noch schneller verschwinden. Ah, jetzt weist er mich schon darauf hin, dass ich den nächsten Ladevorgang planen soll. Aber das sehe ich ehrlich gesagt gar nicht ein. Mein Ziel ist es ja, liegen zu bleiben. Wie viel Restreichweite sagt er? Wenn er noch 49 Kilometer, das entspricht, was entspricht das denn in Prozenten? 12%. Das ist okay. Ah, jetzt sind es 11. Okay. Es kommt mir subjektiv so vor, als ob es ein kleines bisschen schneller geht, als es das sollte. Da gab es ja auch diesen Skandal, vielleicht habt ihr das mitbekommen mit Tesla, dass die Reichweitenberechnung nicht so ganz korrekt ist. Sprich, das Auto gaukelt einem eine ganze Weile vor, dass man weiterkommt, als man kommt. Und dann am Ende, wenn es ernst wird, dann fällt es auf einmal sehr schnell ab. Will ich diesem Auto beim besten Willen nicht vorwerfen. Es geht konstant schneller, als mir recht wäre, um ehrlich zu sein. Das scheint hier schon alles so zu stimmen. Ich sollte demnächst auf jeden Fall versuchen, von der Autobahn zu verschwinden. Weil hier möchte ich definitiv nicht liegen bleiben, sondern eher auf einer Landstraße. Maximale Ladeleistung übrigens 170 kW. Das ist echt okay für eine Batterie, die eine Nettokapazität von unter 60 Kilowattstunden hat. Und man muss das Ganze natürlich auch im Preis-Leistungs-Verhältnis sehen, ne? Das geht schon alles in Ordnung. Was ich für wirklich absurd unrealistisch halte und eigentlich, wo man schon fast von Etikettenschwindel sprechen muss, ist die angegebene Reichweite von Tesla. Über 500 Kilometer mit diesem Auto, mit dieser Batteriegröße, das wäre selbst unter besseren Bedingungen mit wärmeren Außentemperaturen völliger Quark. Also vielleicht mit zusammengepressten Pobacken im Innenstadtverkehr
bei 25 Grad vielleicht. Okay, jetzt sehe ich zu, dass ich, ja, ich bin bei 10%. Jetzt sehe ich zu, dass ich in absehbarer Zeit von der Autobahn verschwinden kann. Und schauen wir mal, wie lange ich hier noch durchhalten kann. Ne? Okay, weil das Navi nicht funktioniert, bin ich jetzt auf mein Handy umgeschwenkt. Es sind noch 5,8 Kilometer, bis die Autobahn endet. Und meine Reichweite sind 6 Kilometer. Ich will auf keinen Fall auf der Autobahn liegen bleiben. Zum Glück kommt da vorne jetzt Baustelle, das heißt, ich kann langsamer fahren. Ich bin jetzt bei 70 ungefähr. Aber ich glaube, mit dem Tempo soll ich es schaffen. Ich habe die Heizung auch komplett ausgestellt, nur zur Sicherheit. Entsprechend fangen die Scheiben anzulaufen und es wird einigermaßen unangenehm hier drin bei einer Außentemperatur von aktuell minus 1 Grad. Eigentlich hatte ich gedacht, dass das nicht so nervenaufreibend sein würde, aber auf der Autobahn liegen bleiben möchte ich auf gar keinen Fall. Ich habe es tatsächlich von der Autobahn runter geschafft. Jetzt ist es gerade umgesprungen. 0% und 0 Kilometer Restreichweite. Sehr schön. Zeigt das mir an? Ja, 0 Kilometer. Es sollte jeden Augenblick zu Ende gehen, denke ich. Hier ist es aber relativ gefahrlos, liegen zu bleiben. Okay, dann finden wir jetzt heraus, wie weit ich noch komme mit offiziell 0 Kilometern in meiner Batterie. Ist eigentlich schon meine Leistung gedrosselt? Kann ich immer noch in Standard wechseln? Okay, Beschleunigung Standard. Wow, okay. Hier ist nichts gedrosselt. Selbst bei 0% nicht. Bislang auch noch kein Notlaufmodus oder irgendwas dergleichen. Bei den allermeisten Elektroautos ist es in diesem Zustand eigentlich so, dass sie einem massiv die Leistung wegnehmen, dass sie einen mit Schildkrötenmodus und allen möglichen Warnsignalen bombardieren. Aber hier ist bislang überhaupt nichts dergleichen zu spüren. Jetzt bin ich... Ah, Fahrzeug schaltet ab! Fahrzeug vorsichtig anhalten. Ich bin aber bei Vollgas. Wenn ich Glück habe, schaffe ich es davon noch durch den Kreisverkehr. Kleines bisschen bremsen, den Schwung nutzen, so gut es geht. Oh, das klappt noch. Komm schon in die Seitenstraße rein. Von der Hauptstraße runter. Ah, was für eine Wohltat. Besser hätte es nicht laufen können. Gott sei Dank. Hui, mein Puls ist schon leicht hochgegangen. Wo ist denn hier der Warnblinker? Hä? Ah, da oben. Okay, Fahrzeug vorsichtig, komm schon. Er sagt mir, die Geschwindigkeit wäre auf 56 km/h begrenzt, aber ich gebe gerade Vollgas und da passiert gar nichts. Bin quasi schon tot und rolle nur noch ein paar Meter. Sogar der Bildschirm hat sich gerade abgedunkelt. Also, da geht gar nichts. P kann ich noch einlegen. Wir sind tot. Ich tue nicht so, ich zittere wirklich. Ich hoffe, mir wird gleich wärmer. Und ich hoffe, das dauert jetzt nicht so lange. Ich bin nämlich einigermaßen vorbereitet. Das Kabel brauchen wir. Und jetzt kommt unsere Geheimwaffe. Unser elektrischer Britkanister. Dieses Ding hat 2,1 Kilowattstunden. Das sollte mich anschließend die rund 5 Kilometer zur nächsten Schnellladesäule bringen. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch zu hoffen, dass der Tesla die Ladung annimmt. Hat sofort verriegelt, er blinkt, blau und jetzt grün. Grün ist gut, zeigt er sich auch im Display an. 24 Stunden verbleibende Ladezeit, das sieht doch gut aus. Jetzt bleibt eigentlich nichts weiter zu tun, als zu warten. Das Ding ist komplett leer. Und der Tesla ist so weit in den Minusbereich gegangen, dass er immer noch 0% anzeigt. Jetzt ist die Frage, ob er überhaupt noch startet. Ich versuche das erstmal zu entriegeln alles. Okay, das geht schon mal ab. Sehr gut. Dann kommt jetzt der Moment der Wahrheit. Hoffentlich fährt er los. Oh, er fährt los. Mit 0%. Habe ich alles aus? Heizung ist aus? Okay. Wahrscheinlich nicht. Ich lasse trotzdem mal alles laufen. Falls es jetzt liegen bleibt, wäre doof. Aber ansonsten, okay, das sieht doch gut aus. Ich werde jetzt, glaube ich, nicht schneller als 50 fahren. Ich meine, 2,1 Kilowattstunden, das sollte reichen für annähernd 10 Kilometer, vor allem bei dieser langsamen Fahrweise. Ich bin eigentlich schon sehr froh darüber, dass Tesla mich überhaupt losfahren lässt mit 0%. Wie weit bin ich jetzt gekommen? Nochmal zur Erinnerung, die offizielle Reichweite sind 513 Kilometer. Ich bin von 100 auf 0% gefahren und habe 242 Kilometer geschafft.
Das heißt aber nicht, dass der Verbrauch sonderlich schlecht war, denn das war er nicht. Es waren 23,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Das kann sich für so ein Auto wirklich sehen lassen, vor allem bei diesen Temperaturen. Die offizielle Reichweitenangabe ist einfach nur frei erfunden. Wie weit bin ich denn gekommen von 0% bis liegenbleiben? Das waren 6 Kilometer. 0 heißt also nicht gleich 0. Aber das Auto ist auch ins Batterie-Minus gegangen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liked, abonniert unseren Kanal und hier könnt ihr mehr Videos von uns schauen. Bis zum nächsten Mal.